Da starten hier. Dann Twitch. Assetto Gedönse da und so. So. Vorbereitungen sind fast fertig, genau. Ja. Dann haben wir es eigentlich. Puls geht. Muss jetzt wieder ein paar Tage halten. Wir können dann doch starten. Können hier noch Monitor ausmachen. Zack. Aber das ist schon, also dafür, dass es draußen so kühl ist, ist es wirklich brutal heiß hier. 28 Grad. Ist unangenehm schwül heute. Unangenehm schwül. Das kann man sich nicht vorstellen. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So. Okay. Tu da mal dieses Ding zum Laden, dieses Headset. Warte, ich mache dann gleich das andere an. So, das müsste jetzt gehen, wunderbar. Mikrofon, Mikrofon, Kamera an. Tablet auch connecten. Okay. Dann meine In-Ears dann da rein. Müsste das von der Lautstärke passen? Ich denke schon, ne? Ja, das wird schon passen, so. Vielleicht muss ich dann den Verstärker noch ein bisschen lauter machen, aber ich bin jetzt nicht so nah dran und nicht so weit weg. So mittel. So, okay. Dann tue ich mir das Ding rein. Nochmal umwickeln hier. So, okay. Wir haben richtige Kategorie. Wir machen die Cam aus. Wir testen mal hier. Ich schau mal kurz. Dann komme ich gleich auf den Server. Ich teste noch mal hier. Okay. Na dann bin ich immer gespannt. Das fängt ja schon mal scheiße an. Ich hasse das, wenn nur Slicks sind da. Man kann nichts auswählen. Naja, auch gut. Das andere hatte ich halt super Slick, super Soft oder was weiß ich. Ach so, Lenker, das ist nicht angesteckt. Also nicht angeschaltet. Geht das? Der Trottel funktioniert und oh, die Bremse. So, okay. Muss ich mich noch umsetzen?
Okay. Ich wünschte, ich hätte hier so eine Maus. Das nach vorne bücken ist immer ungeil. Ich muss hier noch ein bisschen was umbauen hier. Die Sicht ist sehr, sehr wild. Achso, ich muss auch Force Feedback umschalten. Interessante Sicht hier, gar nicht so weit hoch. Es ist ja halbes Formel 1, hier kann ich. Kann ich mich irgendwie umsetzen? Ist ja fast das besser so. Achso, das geht so nicht, oder was? Nur bei der Sicht? War ja schon ein paar Mal festgestellt. Ja, das ist Katastrophe, siehst du nichts. Ja, aber schade, ich habe bis jetzt mit den ganzen Autos, hat die Sicht da nicht hingehauen. Ich würde es halt so haben, schau. So wie das mit bei dem ist. Warum ist denn das hier so leise, was das Mikrofon angeht heute? Das ist so komisch gekippt hier. So. Ich würde es halt so haben, wie es beim anderen. Okay, jetzt ist es sehr laut. Beim anderen ist hier. So ähnlich haben wir es doch gehabt, oder? Komisch, dass bei jedem Auto gleich war. Und hier ist wieder anders. Aber so ungefähr war es zumindest. Was der Gino macht heute. Gibt bei der Gino sehr viel Fuel dabei. Hier ist die schmutzige Scheibe bei der Sicht.
gut TC hat, also kann man schon so ein bisschen. Sagen, der 2017 hat sich geiler gefahren. Ich glaube, der ist einfach stärker. Ist nicht stärker, der fühlt sich halt. Der 17er war halt geil wegen den Ultra Soft Atoll. Was aber ist mir nie passiert. Der 217er, der war von der Leistung irgendwie gleich. Der hat sich geil angefühlt wegen den Ultra Soft. Macht ja nichts, aber ist aber geil für Qualifying hier, ne? So ein bisschen zu probieren. Und das Fahrgefühl ist halt krass bei denen. Ich glaube nicht, dass er schneller ist, der ist ja nicht genauso. Selbst der 2017er mit Ultrasoft war von der Geschwindigkeit her genauso. Der rutschte ich nur ein bisschen mehr weg. Beim Ultrasoft konnte man so viel riskieren, das war so geil. Das lag halt am anderen Einstellungen des Setups, weiß ich nicht. Okay. Ja, normale Zeiten halt. Genauso schnell war ich mit 2017 auch nach der ersten, zweiten Runde. Genau die fast identische Zeit. Und meine Bestzeit ist ja 1,46 irgendwas, glaube ich, oder 1,47. Was ist das sogar? War die Bestzeit, glaube ich, keine Ahnung.
So normal meine erste Sicherheitsrunde ist meistens ziemlich okay und dann komme ich nie wieder daran. Also normale Zeiten wie mit dem anderen. Mache ich mal eine Zeit, wie ich danach einen Server nicht schaffen werde. Bin froh wieder zu fahren, hey. Das passt ja eigentlich so von 16 bis 12 Uhr. Als es schon früher ist, aber viel früher wollte ich wollte schon viel früher anfangen, aber passt schon, lieber ein bisschen was rumbasteln, rumprobieren, ein paar Sachen zu meinen Coden tun, einige sortieren. Ich habe nicht geschafft, die Files zu sortieren, alle, die ich geladen habe. Wir machen bald nur einen Porsche-Server. Wir haben so viele Porsches. Der wird ja auch in Iran gefahren hier. Yo, geil, Mann. Cool. Schöne Sache. Schöne Sache. Der ist irgendwie, sieht irgendwie schon breiter aus, vom Foto der neuen. Da hier, das ist heftig. Aber die Anpassungen von dem anderen waren super vom Setup. Da waren die Reifen sogar richtig. Hier kannst du auf Slick super soft.
finde den auch vom Sound viel geiler irgendwie. Schon mal, der Reifen ist sofort heiß, habe ich gesehen, ja. Nur weil ich am Anfang da durchgedreht bin. Ich fand, den konnte man so schön fahren. Ich bin gestern eine Runde gefahren, ohne einmal zu rutschen. Also 82 war halt ein bisschen durch. So wie jetzt auch. Ich finde den halt einfach krass. Der macht schon eine Menge Laune. Wenn er nicht so schnell ist, der ist irgendwie... irgendwie nice. Kannst du den so direkt einlenken, als ob das die Reifen sind, die Ultrasoft, oder ob das einfach nur anders gebalanced ist vom Setup. Das war ein bisschen beschissen. Komm schon wieder. Ich finde auch die Lichter geil, wenn er da fast rutscht. Gino ist aggressiv, der Charakter. Ich will eigentlich gar nicht hier allein fahren. Ich will schon am Server fahren. Auch wenn da vielleicht einer joint oder nicht, das ist ein ganz anderes Feeling, finde ich. Moment. Moment, Moment, Moment. Das war 27.15.1915. Aber der hat das Datum von gestern gar nicht drin. Der sagt, ich habe das kopiert am Erstelldatum 27.05.2022. Stimmt doch gar nicht. So wie ich alle erstelle. Der ist doch nicht dabei im Spiel, oder? Der läuft doch gestern erst.
Ich habe den doch gestern reinkopiert ins Spiel. Ist der im Originalspiel dabei? Echt? Nee. Ah, doch, deswegen Kunos. Aber ich musste den reinkopieren. Der war irgendwie nicht drin gestern. Hä? Doch, der ist sogar drin. Ist der mal aus dem Originalspiel oder was? Okay, krass. Wusste ich ja gar nicht. Deswegen fährt sich der so stark. Okay, das andere ist der 991. Okay, ist das richtig? Ja, muss ich dann ins Wohnzimmer? Muss ich dann ins Wohnzimmer? Ein Porsche Cup ist ja eh hier. Hat es auch vom Spiel, glaube ich. Da. Der GT3 Cup, die Cup-Version halt. Aber hatten wir nicht gesagt, ist der RSR nicht die. Ja, das ist nicht die Straßenmission. Hier war denn der? Straßenmission RS, oder? Ja, genau, das ist die Straßenmission. 500 HP. 100. Okay.
Kommt da voll durcheinander, Alter. Am liebsten einfach ein Porsche-Server, fertig. Deswegen stand da gestern Kunus. Können einfach losfahren. Was ist denn das für ein... Und das für ein gelber Punkt da? Ich muss dann noch näher. Schon passen, wa? Bei dieser Sicht ist halt die Schutzscheibe da. Ich frag mich, ist so heiß, aber ich habe jetzt immer noch Fieber bei dieser Scheiße da. Putz mal an diese Windschutzscheibe. Dass ich bei dem die Sicht so umstellen muss. Der anderen hat ja auch gepasst, die alte Sicht.
Nee! Wieso habe ich denn so viel riskiert hier, Alter? Krass, Mann. Ja, ein bisschen zu overpaced, weißt du? Ich wollte es gar nicht. Oh. Da ist der Platz. Es ist doof, dass man die andere Sicht nicht ändern kann. Ich würde gerne am liebsten hier Scheiben wischen. Schön spritzen und Scheiben wischen. Aber bis jetzt war die andere Sicht eigentlich immer okay bei jedem Auto. Nur bei dem ist halt schwierig. Voll hochdrehen. Ja, aber es hat nur dafür gedacht, dass man halt das Cockpit ändern darf, war. In der Logik her. Aber man sollte sich zumindest. Ja, gut, weiß nicht, Profil oder so, aber. Man kann ja die Sicht zur anderen Sicht machen. Ist irgendwie schon lustig mit dem Schutz, oder? Aber irgendwie auch wild. Das ist aber schon die Heckscheibe, oder? Das ist nicht der Helm. Frontscheibe, meine ich. Ja, das mit der Sonne habe ich ja bei einer Strecke gemeint. Irgendwie auch realistisch, aber in echt tust du vielleicht die Klappe runter, damit du was siehst.
6000 getrunken. Es geht, ich habe da viel Zeit verloren. Okay. Ich bin da am Anfang vorsichtiger gefahren. Wenn so ein Punktesystem für Assetto kommt, Assetto Corsa, vielleicht kommt ja dann auch ein paar Autos als DLC, direkt von Kunos. Das wäre doch auch geil. Das soll ja so ein Punktesystem kommen wie ein ACC anscheinend. Ob das jetzt offiziell ist oder nicht, weiß ich nicht. Habe ich nicht gesehen das Video. Auto ist so laut, wenn ich dann die Systemvolume reduziere, dann ist halt alles leise, auch der Laberfritze hier. Auch der Chief Fuzzi. Wow. Dann müsste ich ihn jedes Mal auch lauter leise machen. Ja, 0-0 der Zeit.
Yo! Wo ist das? Was ist mit dem Sound? Das ist eigentlich einstellbar. Da. Ah ja. Gucken wir mal hier. Ist ja krass laut bei dem Ding, ey. Sagen, er soll was labern. Labe irgendwas, hallo? Wieso kann der nichts erzählen? Wieso kann der nicht irgendwas sagen, damit ich höre, wie es ist? Radio check. Your last lap time was at 145.6. Ja, okay. Müssen wir durch. Und den Motor mal leise gemacht hier bei dem. Der ist schon sehr laut. Ist immer noch laut, gell? Zufällig die Option, dass man das wegmacht hier mit dem. Mit diesem Schmutz. Ja, so sieht schon geil aus ohne hier so. Das ist bei HUD, oder? Da wo ich den die Driverarme auch weg tue und so das Lenkrad bestimmt. Sector one time's okay.
So ein Rennen gegen ein paar Leute würde ich schon fühlen hier. Überleg schon den Server auf ein Auto zu stellen und dann immer eine Stunde Quali, 20 Minuten Rennen. Aber bringt mir also auch nichts. Oh wow, deleted. Watch the track limits, please Gina. Ja, der Gina macht das schon. Viel zu früh gebremst. Schauen, zieht mir voll in die Augen hier. Ist ja immer so eine scheiße Augen. Zündung kriege. Stimmt doch gar nicht.
Ja, ich weiß, wenn ich da so reinbremse, drehe ich mich. Krass verbremst, sind dann 0,3 verloren. Uff, krass. Ja. Gleich da. Muss schnell den Krampf überstehen. Oh, ganz mal einen Moment. Ich probier's nochmal. Okay. Huh. Wird irgendwie ein Rennen fahren wollen oder so. Was ist denn? Boah, scheiße, mein Krampf geht nicht weg, Mann. Okay, Gina, you've got 9.65 minutes to get a decent lap in. Wie soll ich das machen? Ich kann hier nicht mehr sitzen.